Jahr für Jahr landen laut den Vereinten Nationen rund 8 Millionen Tonnen Plastik in den Weltmeeren. Senegal hat Plastikmüll jetzt den Kampf angesagt. Vor der Küste von Dakar fischen Amateurtaucher Abfälle aus dem Meer. Es ist total verschmutzt hier. Leider werfen die Bewohner ihren Müll einfach ins Meer. Es ist traurig. Die Bemühungen der Taucher vom Verein Oceanium sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Etwa 250.000 Tonnen Abfall landen jährlich vor der Küste des westafrikanischen Landes. Man findet hier Plastikflaschen, die noch lange intakt bleiben. Plastik hält ewig, es kann Jahrzehnte dauern, bis es abgebaut ist. Die Insel Gorée vor der Küste von Dakar ist von den Verschmutzungen besonders betroffen. Erst kürzlich wurden hier Hunderte von Kilogramm Abfälle aus dem Meer gefischt. Die Leute gehen an den Strand und feiern. Wenn es keine Mülleimer gibt, lassen sie ihre Abfälle am Strand liegen. Die Wellen spülen sie ins Meer und wieder zurück an den Strand. Senegals Präsident Macky Sall will aus dem Land eine Zero-Waste-Nation machen. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg.